Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate und dem Beagle. Ich hoffe übrigens, dass bei der Charles Dickens Sache jetzt nicht allzu viel schief geht wie beim letzten Mal. Das war ja schon fast eine Katastrophe. Erst hat die eine sich nicht beklauen lassen und dann wurde ich von einem Typen ständig erwischt. Oh, ich dachte, ich bin eigentlich... Naja, egal. Danke. Wie? Danke. Was hat er denn? Er ist so nervös. Hey. Kumpel, was ist los? Es könnte sein, dass es sein letzter ist. Ich weiß es nicht. Gott sei Dank sind sie hier. So unmöglich es auch scheinen mag. Sprungfeder Jack ist wieder da. Schon wieder? Er sagte ja, dass wir wieder von dem Sprungfederschurken hören würden. Vielleicht steckt mehr dahinter, als wir dachten. Kumpel, Kleiner? Machst du deine Arbeit? Er macht seine Arbeit nicht. Eigentlich sollte mir das Kind jetzt Sachen geben, aber gut. Stopp! Aua! Da musst du schon deutlich früher aufstehen. Oh Gott, ich werd verrückt. Warum? Ivy! Ich bin ein Geist. Ein Dämon. Du bist einfach nur ein Trottel, ey. Ich bin der Schrecken von London! Kumpel, du bist einfach bescheuert, das bist du. Ey, guck ihn dir an, wie geil er darauf ist, das zu machen. Ich bin ein Gespenst, welches das Werk des Teufels auf Erden folgt. Ich streife schon nur lange durch die Straßen Londons. Oh Gott. Try it, Kumpel, try it. Niemand ist vor meinen schrecklichen Klauen sicher. Du bist einfach nur was? Bescheuert? Dumm? Idiotisch? Schrecklich? Ich bin ein Geist. Ein Dämon. Du bist vor allen Dingen ein... Der wartet auf mich. Wie soll ich ihn denn rammen, wenn er ständig weg ist? Aua. Von London. Nein. Nein, Ivy. Es war das falsche Gebäude, du dumme Kuh. Er wartet halt auf mich auch noch. Also er findet das geil, glaube ich. Ich bin ein Gespenst, welches das Werk des Teufels auf Erden vollbringt. Was ist denn sein Ziel? Will er mich irgendwo hinlocken oder wie? Jetzt ist er wieder auf der Straße. Was ist das Problem? Nicht den Boden berühren. Wie nicht den Boden berühren? Er ist doch am Boden auf der... Ich streife schon lange durch die Straßen Londons. Ja, und du bist einfach vor allen Dingen schon lange ein Vollidiot. Das ist, sag ich die ganze Zeit, Sprungfeder Jack. Sag mal, Ivy! Oh Gott, das war knapp. Der wollte mich überfahren lassen. Ich bin ein Geist, ein Dämon, ein Schrecken in der Nacht. Lass los, Ivy, lass los. Lass los, Ivy, bitte. Jetzt gleich ist er weg. Wenn er jedes Mal Puff-Puff macht, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, der will mich irgendwo hinlocken. Kann ich ihn nicht? Nee. Ich hole ihn gerade nicht auf. Ich bin ein Geist. Oh, ein ey, du bist so nervig. In der Nacht. Du bist vor allen Dingen nervig und ich weiß gar nicht, ob das so lange dauern soll. Ich weiß es einfach nicht. Ivy. Ich bin der Schrecken von London. Wie soll ich den denn einholen, wenn er jedes Mal Puff macht? Oder will er sich jetzt freiwillig stellen? Was? Ach komm!
Schrecken von London! Wieso töte ich jetzt gerade mehrmals? Das ist vor allen Dingen dumm. Ja, ja, das ist vor allen Dingen dumm. Ich bin ein Gespenst! Au. Welches das Werk des Teufels? Verschwunden? Das Nein, ist das ist unmöglich! Das ist und... Sprungfeder Jack wird niemals sterben! Was war das denn jetzt für eine bescheuerte Quest? Also ich habe nicht gesagt, dass alle gut sind. Ich habe gesagt, dass ein Großteil gut ist. Das war jetzt bescheuert. Auf mehreren Ebenen. Sowohl das Hinterherjagen als auch alles andere auch. Nun, dank Ihnen ist der Ruf des Ghost Clubs ins Unermessliche gestiegen. Wir sind ein Leuchtfeuer der Vernunft in einer Welt, die dem Aberglauben verfallen ist. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich auch einen echten Geist getroffen. Sind Sie ganz sicher? Das ist die Frage. Man kann mutmaßen, dass die Geister, die uns heimsuchen, nichts anderes sind als eine Manifestation unserer Ängste. Schade. Ich wollte schon immer einen Geist sehen. Oder einen Kobold. Darauf lass uns trinken. Auf den Ghost Club und die tapferen Zwillinge, die ihm halfen. Miss Evie und Mr. Jacob. Cheers! Cheers. Ich glaube, das heißt offiziell, dass wir seine Sachen abgeschlossen haben. Nicht den Boden berühren. Ach, leck mich. Das hat funktioniert. Nicht. Ach, Evie. Nimm einfach die Flasche. Warum sammeln wir eigentlich Bierflaschen? Könnt ihr das sehen? Jetzt habe ich schon wieder so viel weniger Geld. So, wo bin ich denn jetzt genau? Ach so, hier hinten. Hier hinten bin ich. Ich würde aber gerne erst das hier machen. Charles Dickens ist auf jeden Fall abgeschlossen. Das kann ich euch garantieren. Hat ja auch nur 2-3 Folgen gedauert. Da hinten wäre eine Charles Darwin Erinnerung. Charles Dickens. Mein Gott, ich verwechsel Darwin und Dickens immer. Oh, hier werden mir alle angezeigt. Wir haben... Ah, da ist eine da. Ich habe eine M. Habe ich schon fertig? Eine M-Erinnerung. Hier ist eine R. 3C-Erinnerung und noch eine Darwin-Erinnerung. Eine Darwin-Erinnerung. 2 von 2 Dickens-Erinnerung. M-Erinnerung. Ob mir das wohl erst angezeigt wird, wenn ich die angefangen habe? Das ist eine interessante Frage. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal zu Ned Wainard oder wie der heißt. Aber erstmal töte ich den hier vorne. Einfach, weil ich es kann. Sag ich doch. Wie komme ich nochmal dahin? Das würde mich nämlich interessieren. Weil, ach, da komme ich gar nicht rein. Ich muss in den Bahnhof rein. So viel steht fest. Ist ja noch eine Kiste. Oh, sorry, Kumpel. Das war gar nicht so beabsichtigt. Naja. Was ich mich frage, habe ich jetzt die Fähigkeitspunkte, die ich wollte? Ich habe mehr als das. Und zwar wollte ich nämlich das hier machen. Kaufen. Jetzt habe ich 2 über. Jetzt habe ich eigentlich nicht mehr, was ich haben möchte. Ha. Unaufhaltsam, der erste Treffer, den sie während einer Kombo machen. Erhöht die Regeneration ihrer Gesundheit. Das ist aber auch nicht schlecht. Da brauche ich 4. Adlerauge, Kutsche,
Kollision führt zu weniger Schäden und verlangsamt sie nicht mehr so stark beim Fahren. Eigentlich ist das gar nicht schlecht. Wir werden mit der Kutsche nämlich immer mehr machen. Ich werde noch genug Gelegenheit haben. Ich frage mich, wann ich das nächste Level erreiche. Was mit den Gang-Upgrades? Ich habe nicht so viel Geld, ehrlicherweise. 12.000, ja. Und mit erhöhen sie das Einkommen des Zugverstecks um 500 alle 30 Minuten, die Kapazität des Saves um 500. Ohne Moos nichts los, ne? Zinogene Bolzen, das ist mir egal, was ist das denn? Verrückte Wissenschaft, was ist das denn? Ah, okay. Growler Boom. Kleine Rooks. Erstmal Kinderarbeit unterstützen. Die Polizei drückt bei einigen ihrer Illegaten. Ja, das wird immer relevanter. Voilà. Berühmt bei dem Namen Frey gefriert ihren Feinden das Blut in den Adern. Die Beleiters werden in den Straßen keinen Streit mit dem Namen zerkleinern. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Und damit verletzen sie sich selbst. Ich glaube, das ist eine gute Investition gewesen. Jetzt habe ich zwar nur noch 4.000... Was hat die Engländer damals eigentlich? Egal. So, ich will zu Ned Waynard, aber hier ganz bestimmt nicht. Ich muss zu diesem Bahnhof hier. Wie kam ich zu dem Bahnhof hier? War ich nicht hier schon gerade? Just asking. Ich komme nicht in diesen Bahnhof rein. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Doch, 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 doch. Engländer und ihre U-Bahn und Bahn und was weiß ich, nicht was, ey. Warte mal, was? Ich würde gerne wissen, ob dann die Ned Waynard Sachen auch auf der Karte angezeigt werden, wenn wir die machen. Evie, wir haben es falsch. Ich wusste, dass Sie kommen. Herzlich willkommen. Unsere Aufgabe ist, London im Gleichgewicht zu halten und alle Lieferungen über Straßen, Wasser und Gleise zu überwachen. Unser größtes Problem? Die Bleiters. Schaffen Sie uns die vom Hals, wäre ich Ihnen sehr dankbar. London wäre jedenfalls sicherer. Wenn Sie was Glitzerndes finden, behalten Sie es. Ich mag es ja, wenn es glitzert. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Wie? Das war's? Habe ich jetzt irgendwas missverstanden? Schmugglerboote. Wartet mal, in Erinnerung. Tee habe ich, Robert Topping habe ich halt noch nicht gemacht und das erklärt's halt. Hä? M? C? Aber sind die Schmugglerboote damit gemeint? Ich bin mir nicht sicher.
Das ist eine D-Erinnerung, D. Ich check grad gar nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Da ist eine Darwins Orchidee. Ja, 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 schon klar. Auf der Themse ist auch nur eine Erinnerung von ihm. Hier ist noch eine Erinnerung von ihm. Und hier sind von M noch Erinnerungen. Wo bin ich denn? Ich bin irgendwo doch da hinten, oder? 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 Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht. Ach, das war eine Marx-Erinnerung. Ja, doch eine hatte ich gemacht. Das ist wohl wahr. Hier sind noch drei andere. Krass. Galvenbomben. Okay, aber ich glaube, ich mache jetzt lieber erstmal die hier. Gehört Ned Wayner denn jetzt etwa zu unseren Verbündeten? Ist das so? Das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Auf der Karte. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, tatsächlich. Ist schon eine Weile her, dass ich Syndicate das letzte Mal gespielt habe. Ich habe das alles gar nicht mehr so richtig im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will jetzt trotzdem, also wir sind jetzt, ich habe zwei Folgen lang Nebenquesten gemacht. Ich will trotzdem jetzt ein bisschen Hauptstory mit euch weitermachen. Damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Wir werden mit Darwin, Topping und wie auch immer noch genug zu tun haben. Jetzt kann ich einmal kurz gucken. Aber was mache ich denn für den? Sowas hier? Frachtdiebstahl? Okay. Wir könnten das ja mal ausprobieren. Ich meine, wir sind ja gerade in der Nähe. Wir sind gerade in der Nähe von sowas. Wir könnten es mal ausprobieren. Dann sind die ganzen Boote auf der Themse nämlich auch etwas, was Ned Wayner glücklich macht. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Ich will es nur ausprobieren, Leute. Hätte ich vorher mit ihm gesprochen, hätte ich das schon längst machen... mit ihm gesprochen hätte ich das schon längst machen können. Nein, alles gut. Oh Gott, warum halten mich denn alle auf? Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch, es ist dringend. Ich bin nämlich in Gefahr. Oh Gott, das wird so nichts. Meine Blighters regeln, kann das sein? Nee. Warte mal, das war's schon? Das ist in der Tat das, was er von mir möchte. Das hat mir richtig gut Kohle eingebracht. Cool. Why not? Frachtdiebstahl. Nochmal ein Frachtdiebstahl. Das ist aber nah an meinem. Ob ich den zum gleichen Stelle bringen muss? Versuchen wir es mal. Okay. Los, 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 los. Ibi! Oh Gott, ich hänge fest. So, ich muss nur hier rüber, ne? Oh Gott. Was sah geil aus? Ha! So schnell kann's gehen. Oh nein, schon wieder ein totes Pferd, das krieg ich nicht. Warum sterben immer alle Pferde?
Ich verstehe. Das heißt, ich kann die in allen Gebieten machen und dann... Aha. Ich verstehe. Ja, ich verstehe tatsächlich. Na gut, das ist interessant. Die werde ich mir off-cam mal ein bisschen vornehmen. Jetzt aber wirklich hier hinten hin. Und wir ignorieren die armen toten Pferde. Wir haben zwar nur noch vier... Wir haben aber nur noch vier Meno. Und vielleicht wäre es schlauer, wenn ich, wo Rauch ist. Warum nicht? Bei meinem Glück brauche ich alleine 4 Minuten dahin zum Laufen, aber sei es drum. Aber jetzt 200 Meter ist nicht so viel. Ja, zumindest je nachdem, ne? Frachtexkorte. Oder wir machen diese Frachteskorte. Ob die wohl weit weg ist? Na, wie ist so? Also das ist auf jeden Fall auf die falsche Richtung. Das ist geil. Das geht wieder zurück zum... Ja, ich weiß. Lass mich mal vorbei. Vorbeilassen. Vorbeilassen. Danke. Warum sind die eigentlich in die falsche Richtung gefahren? So, ihr werdet die Pferde diesmal nicht töten. So. Wow, das war schnell. Damit habe ich jetzt selbst nicht gerechnet, Leute. Was denn? Ach, komm. Ja. So. Sorry, Leute. Ich wurde abgelenkt für 2 Sekunden. Ich wollte jetzt eigentlich zu der Marx-Geschichte. Habe ich die nicht mehr markiert auf der Karte? Nö. Das hat er mir jetzt aber wieder nicht markiert, ne? Nö. Ich bin halt aber durch Zufall an dieser Fracht-Eskorte reingekommen und das war gut, weil das gibt ordentlich Punkte und Kohle. Ned Waynard ist ganz schön großzügig, muss man sagen, ne? Ihr wollt keinen Streit. Ich will Streit. Danke. Lass die Pferde doch mal in Ruhe. Wie wär's, ha? Huh? Okay. Sehr mutig in meinem Revier hier. Ärger zum... Oh, Frachteskorte. Nein, mache ich jetzt nicht. Ist damit das hier gemeint? Nein. Suzrak gehört mir. Aber die ist hier, ne? Was? Ich werde es nie schaffen, die Karl-Marx-Sache zu machen, aber ich bin neugierig. Jo, Kuppels, na, wie sieht's aus? Wartet nur. Jetzt hat das Pferd mich geboxt. Geh mal weg. Verteidigen. Ich muss zurück. Ich weiß, wo ich hin muss, denke ich. Nee, er schickt mich diesmal woanders hin. Das ist interessant. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. So weit kann das... Ist scheiße weit weg. Okay. Ah!
Habe ich das Pferd umgebracht? Ach, mein Eevee, nicht die Pferde, die Menschen. Verdammte Scheiße nochmal. Bin ich jetzt etwa... Oh. Eevee! Die Menschen, nicht die Pferde! Verdammt, Axt nochmal! Eevee tötet ständig die Pferde. Das kotzt mich an. Anonym werden? Wer ist denn da noch? Gar nichts. I'm wondering if I can do something about this situation. Dass Eevee mir ständig die Pferde abschlachtet, ist schon... Feueropal. Okay, das ging schnell. Aber da ist eine Kiste, habe ich gesehen. Wo ist die Kiste denn? Sagen wir nicht im Untergrund. Mit dem Untergrund ist es mir egal. Ich glaube, die muss im Untergrund sein, weil... Aber wo ist die Kiste? Ich stehe mitten auf der Kiste und kann sie nicht sehen. Die ist unter mir. Ach, nö. Ihr Lieben, nächste Mal kümmern wir uns dann um den wirklich wichtigen Kram des Lebens. Frachtdiebstahl. Also nicht darum, aber irgendwie auch darum. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein!